In der Hoffnung, sie wären noch zu primitiv, um geerntet zu werden. Nun dann, danke, glaube ich. Oh, wahrscheinlich. Die Menschen wurden also nicht geerntet, weil sie zu primitiv waren. Und dennoch wurden sie von den Proteanern überwacht. Mann, hier erfährt man einiges, ey. Das ist echt schon, also von storytechnisch her ist dieses DLC ein, absolut ein Must-See, ne? Ich denke mal, auch die anderen DLCs hier, Omega und Leviathan und so, werden wahrscheinlich dann genauso sein. Also mal gucken, dass wir die dann auch nochmal uns alle organisieren. Ihre Mission, proteanische Zivilisation. Liara würde es mir nie verzeihen, wenn ich sie nicht fragen würde. Wie war die Zivilisation der Proteaner? Ja, ich habe mich immer gefragt, was für eine Regierungsform sie hatten. Wie sah ihre Religion aus? Oder vielleicht... Wir sind tot. Welche Rolle spielt das noch? Es tut mir leid. Das Studium ihrer Geschichte hat mich mein Leben lang begleitet. Bei meiner Geburt lag unser Reich bereits im Krieg mit den Reapern. Meine erste Erinnerung ist mein Planet, wie er in Flammen stand. Boah. Aber was war davor? Wie war ihre Zivilisation vor dem Angriff der Reaper? Wir waren die dominante Spezies unseres Zyklus. Wir beherrschten die Galaxie. Meine Studien haben ergeben, dass sie damals die einzige raumfahrende Spezies waren. Das kam mir immer seltsam vor. Wir waren ein Reich mit vielen Untertanen, die sich alle irgendwann selbst Proteaner nannten. Und wenn sie das nicht wollten? Sie hatten keine Wahl. Spüren wir hier etwa einen Hauch von Sklaverei? Heißt das, sie haben die anderen Spezies versklavt? Jeder konnte sich gegen uns stellen und hätte im Siegesfall geherrscht. Viele haben das versucht, alle erfolglos. Ich wusste nicht, dass Proteaner so hart waren. Es musste sein. Wir stießen früh auf die Gefahren von Maschinenintelligenz. Sie hat gegen uns aufbegehrt. Das Problem hatten wir auch. Bei uns heißen sie Geth. Die Maschinen durften uns nicht überflügeln. Der einzig gangbare Weg schien uns, alles organische Leben in unser Reich einzugliedern. Hat es funktioniert? Eine Zeit lang. Der Metacon-Krieg. Wir waren im Vorteil. Dann kamen die Reaper. Und wir begriffen, dass die Maschinen uns längst überflügelt hatten. Nur ganz anders als erwartet. Ja, die Reaper. Auf einem ganz anderen Bewusstseinszustand kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich glaube, das zählt und gilt auch als kleine Leerstelle hier in diesem Universum. Ihre sensorische Fähigkeit müssen wir noch befragen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir kennen keine andere Spezies mit ihren sensorischen Fähigkeiten. Erfahrung durch Berührung weiterzugeben, war bei uns ganz normal. Die Chemie des Lebens. Komplexe Ideen konnten in Sekunden mitgeteilt werden. Das klingt ziemlich praktisch. Wir waren Jäger. Die detaillierte Wahrnehmung unserer Umgebung war überlebenswichtig. So viel zum Thema Sender. Langsam beginne ich, die Sender etwas besser zu verstehen. Später haben wir die Technologie entwickelt, Informationen durch Berührung in bestimmten Objekten zu speichern. Das Gedächtnis hat einen eigenen Biomarker, genau wie Wissen und Fähigkeiten. Die Sender konnten sich das alles merken. Dinge wie die Reaper-Invasion. Ja, ich spüre noch ihre Verwirrung, als sie Zeuge der Vernichtung unseres Reichs wurden. Ihr Sein hat sich an diesem Tag für immer verändert. Was ist mit dem Raum? Können Sie etwas aus diesem Raum herauslesen? Ich spüre Flüssigkeit, eine Art Inkubation. Die DNA eines Kroganers, der hier wohnte, er war stark, gewalttätig. Ich bin beeindruckt. Sein Name war Grant. Wäre er mein Feind, würde ich einen großen Bogen um ihn machen. In seinen Genen liegt große Stärke. Danke für dieses Gespräch. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Proteaner treffe. Ich empfand es als amüsant. Was? Dass die primitivsten Spezies meiner Zeit jetzt die Galaxie beherrschen. Asari, Menschen, Turianer. Die Salarianer gibt's auch noch.
Evolution bei den Echsenwesen? Sie sind Amphibien, soweit ich weiß. Sie haben Fliegen gefressen. Oh Mann. Commander, Sie können auf mich zählen. Mein Name ist Javik. Aber ich muss mich noch erholen. Der Schock sitzt ziemlich tief. Ich verstehe. Das muss eine erstaunliche Erfahrung sein. Wir freuen uns, Sie an Bord zu haben, Javik. Javik. Schmettern entriegelt. Oh yeah. Oh, was haben wir denn da? Partikelgewehr? Da steht ja der Javik, unser Proteaner, der nun hier an Bord verweilt. Mann, ey. Das war ein spannendes DLC auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das DLC jetzt schon vorbei ist. Das hier ist das Maschinendeck, okay. Ah, hier, wo Grunt früher mal drin war. Verstehe. Ja, krass, ey. Gucken wir doch mal ganz kurz hier auf das Logbuch. Haben wir jetzt hier noch was Neues? Organisationen. Ja, Cerberus-Techniker. Kampftechniker sind spezielle Einheiten zur Unterstützung der Primärtruppen, die selbst nicht an Feuergefechten teilnehmen. Sie tragen leichtere Panzerung als die normalen Cerberus-Soldaten. Ja, kommen diese ganzen unterschiedlichen Einheiten hier sind ja jetzt vielleicht nicht so spannend. Ja, krass, ey, da haben wir doch jetzt tatsächlich hier schon mal die erste Mission hier absolviert, oder? Eden Prime. Ach du Scheiße. Die Kolonisten von Eden Prime kämpfen gegen die Cerberus-Besatzung, helfen sie der Widerstandsbewegung, indem sie ihr Informationen über Cerberus beschaffen. Okay. Cerberus-Labor. Die Allianz hat ein neues Cerberus-Labor auf Sanctum entdeckt. Untersuchen Sie das Labor und kümmern Sie sich um jede potenzielle Bedrohung. Ach, Sanctum war das nicht. Das war ja hier Eden Prime, ne? Informationen über Cerberus. Okay, gucken wir mal, wie wir diese Mission machen. Werden wir auf jeden Fall erstmal hier nach Sanctum fliegen, glaube ich. Und es geht auch direkt weiter hier mit der nächsten Mission. Ja, bevor wir jetzt hier nochmal einiges machen, werden wir jetzt erstmal die ein oder andere Mission absolvieren. Das heißt, wir werden hier nochmal speichern an der Stelle. Und dann fliegen wir mal nach Sanctum, glaube ich, rüber. Oder zum Würgeschlund, je nachdem. Eden Prime können wir, glaube ich, jetzt gerade nichts mehr machen. So, Massenportal ist eine Sache. Wie sieht denn das aus, wenn wir jetzt hier rausfliegen eigentlich? Ja, da ist noch ein bisschen was, aber nichts für uns gerade, glaube ich. Wir müssen jetzt erstmal hier einmal durch die Sonne fliegen. Und dann fliegen wir, was war das denn? Arcadia. So. Wir können doch jetzt hier alle Planeten anfliegen. Ich dachte, das ging gar nicht. Aber hier gibt es jetzt, glaube ich, nichts mehr, oder? So, Massenportal. Okay, krass. Wo waren wir denn jetzt gerade hier? Überall die Reaper hier am Start, ey. Scheiße, Mann. Wo waren wir denn jetzt gerade? Welche Mission? Turianischen Primarch retten, das ist klar. Cerberus Labor, okay. Das Labor, das nehmen wir uns gleich. Ardes Gamma hier, Milan ist. Exodus Cluster. Da sind wir, glaube ich, gerade, oder? Dann fliegen wir jetzt erstmal zum Laborchen hier rüber. Ist alles ein bisschen unübersichtlicher gerade. Cerberus Laborchen. Gehen wir einfach mal. Die nächste Mission an. Das ist immer ein bisschen laut hier, der Urknall. Cerberus Labor, okay. Boah, was ist das denn hier, ey? Franklin. Watson. Machen wir mal einen kleinen Scan hier. Signal bestätigt. Ach du Scheiße, Watson, was ist da los? Reaper Aufmerksamkeit. Ach du Kacke. Okay, gucken wir mal, was wir hier finden werden. Jetzt hier irgendwie Dings wieder ist. Wieder so ein Aktivposten oder irgendwas. So, was haben wir denn da? Fundbüro. 2/10. Raketenwerfer Javelin. Oh yeah. Das sieht doch schon mal ganz geil aus.
So, hier haben wir jetzt immer noch 50%. Das heißt, es könnte ganz gut sein, dass hier irgendwas ist am äußeren Randsektor. Dieser Scanner gefällt mir eigentlich ganz gut. Man muss natürlich nur auf die Reaper aufpassen. Oh, scheiße, Reaper, komm. Oh, oh. Aber komm, wir lassen das erstmal hier und fliegen erstmal zum Cerberus-Labor. Ist, glaube ich, erstmal sicherer. Wenn die Reaper da gleich antanzen, dann weiß ich auch nicht, was dann da gleich los ist. Der brennt dann die Hütte. So, Skepsis. 50% Sanktum, alles klar. Ab nach Sanktum. Sanktum bestätigt die alte Raumfahrerweisheit. Nur weil etwas Gartenwelt heißt, muss es noch lange kein Picknick sein. Eisstürme fegen über die Pole und die gemäßigten Zonen hinweg und nur am Äquator befindet sich ein schmaler, bewohnbarer Streifen. Dieses Gebiet ist trocken, aber windig und beherbergt das minimale terrestrische Pflanzenleben von Sanktum. Noch haben sich hier keine Landlebewesen entwickelt, aber die wirbellosen Tiere in den pelagischen Meeren erreichen bereits eine beträchtliche Größe. So, wir brechen auf zum Minengeschäft. Ach du Scheiße. Javik ist noch nicht bereit, wie mir scheint. Aussehen ändern, guck mal. Gibt's hier noch ein geiles Aussehen irgendwie? Nee, ne? Weil das letzte ist ja ganz cool, das können wir mal nehmen. So, und der hat ja auch erstmal sein Standard-Aussehen hier. Richtiger Cyborg. Das sieht auch eigentlich gar nicht mal so uncool aus, ne? Das vorletzte sieht immer ganz geil aus. Nehmen wir mal diesen Kollegen hier. Aber wie viele haben wir hier überhaupt? Wie viele Gruppenmitglieder? Weiß ich gar nicht. Momentan haben wir ja nur 3. Wie viele werden das doch werden? Weiß es nicht. Ah, guck mal, wir haben hier eine neue Waffe. Sehr gut. Ach du Scheiße, die ist ja mega gut, oder? Oder ist das jetzt gerade ein Denkfehler? Ja, kacke, ey. Die wiegt ja ultra viel, leider. Ah, ich würde die ganz gerne mal mitnehmen, aber... Partikelgewehr, Kapazität, Feuergeschwindigkeit. Die könnte natürlich echt extrem gut sein. Ich weiß es nicht. Vindicator, Avenger. Vindicator ist jetzt nicht so geil alles, aber wir nehmen die mal. Ja, machen wir mal den hier. Zack. Boah, nee, das geht nicht. Wir müssen eigentlich Aufladetempo der Kräfte. Wir brauchen dann doppelt so viel. Aber wir kämpfen dann einfach ein bisschen mehr mit Waffen erstmal. Und dann schauen wir mal, wie das geht. So, den Mentes haben wir ja letzte Woche hier benutzt. Kapazität, das ist wahrscheinlich jetzt wirklich nur die Munition und Feuergeschwindigkeit ist einfach am Boden zerstört. Und den Valiant nehmen wir jetzt nochmal hier mit. Und der wird sich ein bisschen nochmal alles erhöhen. Allerdings haben wir dann jetzt hier natürlich nicht genug Schaden, wollte ich gerade sagen. Aber wir haben ja hier noch diesen Lauf und dann nehmen wir einfach erstmal die hier. Zack. Haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Schaden hier drin. Genau, alles klar. So, zurück. Wiegt die weniger? Nee, ne? Nope. So, und wie sieht's hier aus? Wollen wir denn mal hier den Avenger bzw. den Vindicator in die Hand drücken? Das ist cool. Den Crusader hier. Liara hat hier den Hurricane, ne? Genau. Predator, ach komm. Ich krieg den Eagle auf jeden Fall. So, zurück. Bestätigen. Oh, wir haben noch 17 Punkte. Oh, was sollen wir denn da mal erhöhen, ey? Ganz kurz, etwas mehr Muskeln. Fitness ist natürlich immer gut. Was haben wir denn hier? Erhöht Nahkampfschaden brauchen wir überhaupt nicht. Gesundheit und Schildbonus. Ah, komm, ey. Machen wir nochmal 15% hier, ne? Zack. Was haben wir hier? 30 Sekunden lang um 75%, wenn ein Feind durch verstärkter Nahkampf getötet wurde, reduziert die Schildaufladeverzögerung um 15 Sekunden. Ja, ist natürlich nicht verkehrt, aber was brauchen wir denn hier noch so alles? Disruptor, Verbrennung, taktische Tarnung. Erhöht Kraftdauer um 40%, erhöht Schadens. Boah, Alter, da müssen wir echt nochmal checken dann, was besser ist. Das kann ich jetzt nicht entscheiden. Diese Entscheidung kann ich gerade nicht treffen. Erhöht Schaden um 40% oder den Radius? Komm, Radius ist gerade jetzt nicht so viel. Leider. Gepanzerte Einheiten.
mehr Radius oder mehr Schaden. Ich glaube, 900 ist schon echt eine Menge. Da machen wir echt mal lieber Rang erwerben hier auf diese Granaten. Bombe, Operationsmeisterschaft, was haben wir denn hier? Ah, hier, Waffenschadensbonus um 5% und Kraftschaden. Oder Kraftdauer, erhöht Rufbonus. Reputation brauchen wir. Aber Waffenschadenbonus ist auch krass. 5% mehr Schaden der Waffen oder erhöht Kraftschaden. Das ist, glaube ich, für Nahkampf, ne? Was haben wir hier noch so? Oh, erhöht Gewichtskapazitätsbonus. Komm, lassen wir 5% lassen wir weg. Und machen dafür die Reputation und Kraftdauer. Ja, komm, das machen wir. Kraftdauer ist auch echt gut, glaube ich. 25%. Oder? Kraftschaden, 10%. Ja, auch natürlich nicht verkehrt. Kraftdauer. Warte mal, wir haben das Brennen. Dann haben wir noch die Tarnung. Ja, komm, wir machen mal hier. Rufbonus ist immer wichtig, glaube ich. Und zur Not können wir das ja alles auch nochmal eben aufpimpen irgendwie. So, dann machen wir nochmal Disruptor. Erhöht Gesundheitsschadensbonus. Um 3% erhöht Schild, Barriere, Schadensbonus. Genau, dann wird das alles noch ein bisschen erhöht. Und was ist hier? Gruppenmitglieder erhalten Disruptor-Munition mit 50% Effektivität. Ach komm, machen wir den hier. Jeder hat ja seine eigene Muni. So, dann haben wir das jetzt wenigstens schon mal ein bisschen aufgepimpt. Und es geht los. Signal von Admiral Hackett. Stellen Sie ihn durch, Lieutenant. Shepard, wir haben ein geheimes Cerberus-Labor entdeckt. Funktion unbekannt. Ein Erkundungsteam musste sich zurückziehen, bevor Ergebnisse vorlagen. Weitere Infos? Wir glauben, sie lagern und studieren in der Anlage Reaper Tech. Wir haben uns gefragt, was Cerberus mit den Reapern zu tun hat, und dort liegt vielleicht die Antwort. Wir sind dabei. Finden Sie raus, was Cerberus macht, und bringen Sie mir Proben von Reaper Tech, Commander. Hackett, Ende. Reaper Tech. Die Cerberus haben mal wieder alles gebunkert hier. Unsere alten Freunde. Boah. Richtige Pisser. Kann man auch einfach mal so aussprechen. Oder etwa nicht. Commander, ich habe das erste Lager geortet und aktualisiere Ihren Navipunkt. Munition voll. Wo sind wir hier? Ist das etwa diese Welt? Boah, Alter, was ist das denn jetzt hier? Reaper-Gewehr. Mach ich mal den hier rein. So. Genau, hier machen wir jetzt den hier rein. Zack, die Disruptor. Hier machen wir auch nochmal Disruptor, aber da will ich gleich nochmal testen. Krass, ey, jetzt haben wir doch tatsächlich durch das DLC hier diese Partikelwaffe erhalten. Ey, ich wollte doch nur die Credits aufheben, Mann. So, 3000 Credits. Okay, los geht's. Aber ich freue mich hier, diese neue Welt zu erkunden. Was ist das denn? Oh, Medigel-Verbesserung nur für Hanar. Außer Cerberus würde das niemand einen Fehlschlag nennen. Zitadelle, Medigel-Formel für Aliens. Ach du Scheiße. Okay, ruhig. Ja, ruhig. Muss man in Deckung gehen. So, was kann denn jetzt die Partikelwaffe, ist die Frage. Oh. Also daneben schießen auf jeden Fall schon mal. Okay, das war jetzt schon mal... Lädt die sich wieder auf? Lol. Okay, das ist schon mal... eine Hausnummer. So, ich will das mal testen, wie das aussieht. Keine Munition. Okay, das ist schon eine ganz eigene Waffe hier. Eine ganz eigene Knifte. Cool, glaube ich. Weiß es aber noch nicht. Oh. Ich will erstmal in Deckung. Okay, keine Munition. So, was jetzt? Wo sind die Gegner? Kommt raus, wo immer ihr auch seid.
Sie ist wieder aufgeladen. Ja. So, Reaper-Gewehr. Ich weiß nicht, ob ich diese Partikelkanone so geil finde. Das sieht total seltsam aus. Ich nehme an, wir sind fündig geworden. Hab die Probe. Verstanden. Okay, gucken wir einfach mal hier, ob wir noch was finden. Ist noch irgendwas? Nee, hier ist glaube ich nichts.